Was geht ab, liebe Leute? Ich bin jetzt am Flughafen angekommen, wie man unschwer erkennen kann. Ich fliege jetzt gleich direkt los nach Köln, beziehungsweise dann direkt nach Belgien. Und dann sieht man sich eigentlich gleich im Flugzeug, wenn ich irgendwie Bock habe zu filmen. Irgendwie habe ich keinen Bock, egal. Wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wie man am besten rumreist, was man alles so beachten muss, wo man am besten schläft, wie man Geld spart und sowas, dann lasst den Daumen mal, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da, damit ich das weiß. Und dann mache ich mal ein Video dazu. Hier im Flugzeug ist ja mal mega nice. Hier außen hat man immer zwei Sitze, in der Mitte sind vier. Ich bin zum Glück außen, habe nur einen Zweiersitz. Hoffentlich ist er frei, das wäre mega nice. Und wir haben auch einen Bildschirm, also läuft hier. Ich bin in Köln angekommen. Das Wetter ist ja mal richtig scheiße hier und es ist kalt. Was soll die Kacke? Ich suche mir jetzt gleich die S-Bahn-Station raus. Mein Hirn schaltet schon gar nicht mehr, weil ich so müde bin. Und dann fahre ich Richtung Nippes, da holt mich die Patricia ab und hoffentlich klappt das jetzt alles. So, wir sind jetzt im Auto, das ist die Patricia. Hallo! Hallo! Wir machen jetzt schon ein bisschen Sightseeing. Da ist das Pascha. Mega das Sightseeing, ne? Und wir fahren jetzt schon direkt nach Antwerpen und Cut, kein Bock mehr zu filmen. Tschüss. Guten Morgen und willkommen in Antwerpen. Schaut euch mal die Fensterfront an. Richtig riesig. Richtig geile Wohnung hier auf jeden Fall. Und richtig schöner Ausblick. Da. Schöner Ausblick über die ganze Stadt mal wieder. Also hier gefällt es mir auf jeden Fall. Ah, die Patricia hat mir gerade so einen schönen Zettel geschrieben. Auf jeden Fall mega, mega, mega nettes Mädchen. Jetzt haben wir hier eine Küche, so eine Suizidtreppe. Da muss ich mich immer ein bisschen festhalten. Da, 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 da. Die Patricia schläft hier. Ich schlafe da. Hier haben wir ein schönes Bad. Und heute geht es für mich in die Stadt. Ich muss als erstes, Priorität Nummer 1, Schuhe kaufen. Ich habe keine Schuhe mehr. Dann zweitens Wäsche waschen und drittens, keine Ahnung, mal schauen. Ich bin mal wieder angezogen wie ein normaler Mensch. Lange Hose, Pullover, hier ist es kalt, aber dafür keine Schuhe. Flipflops. Nee. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Eurowings richtig scheiße ist? Also die sind alle 3 Stunden mal durchgelaufen, haben uns Wasser angeboten. Für alles andere muss man zahlen. Also es gab nichts zu essen, bei 14-Stunden-Flug nichts. Man muss eigentlich für alles zahlen. Ja, also für das Entertainment-System da vorne dran, der Bildschirm, muss man die Kreditkarte durchziehen, dass man überhaupt Musik oder Filme schauen kann. Also das war schon ein bisschen frech, finde ich. Bei anderen Fluggesellschaften ist es auf jeden Fall anders. So, ich habe jetzt mein Zeug gepackt oder so halbwegs und jetzt gehe ich in die Stadt. Und zeige euch ein bisschen mehr von Antwerpen. Ist ja mega geil. Hier gibt es einen polschen Laden. Złota Polska. Richtig nice. Hier gefällt es mir schon mal. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da hinten ist noch das Militär, weil hier in Brüssel ist irgendwie immer noch Gefahrenstufe 3 oder sowas, hat Patricia gestern gemeint. Ja, aber ich denke mal, hier passiert nichts mehr. Hoffe ich doch. Ich fühle mich fast wieder wie im Büro, mal wieder an einem normalen Tisch zu hocken, auf einem normalen Stuhl und mal wieder ein bisschen chillen. Und jetzt schaue ich ein bisschen Casey Neistat an, dann lade ich mein Video hoch und alles. Und dann mache ich für Patricia, versuche ich mal so eine Webseite zu machen, weil sie will so eine Art Mindcoach machen. Und ich als Mediengestalter könnte das ja irgendwie hinbekommen. Mal schauen, ob ich das noch kann. Will sich auf jeden Fall damit überraschen und dann sieht man sich später. So, ich dachte mir, wenn ich hier schon umsonst wohne, kann ich wenigstens einen Abwasch machen. Ich habe eh nichts zu filmen, also viel Spaß.
Schaut es euch an. Ich sehe wieder aus wie ein normaler Mensch mit Schuhen. Hallo. Ich habe wieder normale Schuhe seit langer Zeit. Die Patricia ist wieder arbeiten. Ich war jetzt gerade ungefähr 3,5 Stunden in der Stadt. Die Leute sind hier mega nett. Das ist ja richtig krass. Ich bin im Café gehockt und dann sind so zwei Mädels zu mir gekommen, haben so gefragt, ja, was ich so mache und keine Ahnung. Und das sind zwei Polinnen, richtig nice. Also ich kann mein Polnisch wieder aufbessern und die Patricia hat mir angeboten, oder mit ihrem Kumpel heute Abend wegzugehen auf so einen Jam, weil sie kommt erst, glaube ich, um 22 oder 23 Uhr heim. Oder ich mache was mit Mädels, muss ich mal schauen. Aber ich glaube, ich lasse die Kamera zu Hause. Also, falls und wenn, dann war es das mit der Folge. Hat es euch gefallen? Ich habe ziemlich viel gelabert, glaube ich. Falls ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben und dann sieht man sich in der nächsten Folge. Tschüss!